This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zum dritten Tag Rush Attack Tournament. 5 Sterne, mein erster Gegner. Und, ja. Queen Anne oder Anne. Porthos. Ja, Porthos. Davon konnte ich ja nicht mal ein Testvideo machen, weil, ja, ist mehr oder weniger eher ein Titanenschild, was nicht bedeutet, dass man den nicht einsetzen kann, denn Rush halt, ne? Da er langsam ist. Und das ist eine absolute Falle, wie sie im Buche steht. Dennoch werde ich darauf jetzt eingehen, denn das sind 3 Grüne. Das sind 3 Grüne und da werde ich auf jeden Fall mit Rot reingehen, denn wie ihr sehen könnt, 3 Season 1 Helden. Also der Classic Buff hier, der Familienbonus ist gegeben, also ja, fangen wir mal an, würde ich sagen, ne? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich hätte Queen Anne hätte ich jetzt nicht unbedingt in die Ecke gestellt, ne? Aber gut. Okay. Wir haben schon mal 6 grüne Steine zusammen. Wir fangen hier unten an. Ich will erstmal wenig Bewegungen reinbringen, wenn möglich. Man kann ja nicht alles predikten. Unter Oberkan will ich jetzt nicht direkt spielen. Ah. Ja gut, ich habe einen Diamanten, ne? Er hat noch nicht ausgelöst, gerade kurz davor. Ist in Ordnung. Aber ich habe kein Lila ready. Ja, was bedeutet die... Lady muss das hier regeln. Aber selbst dann habe ich Kong ready, ne? Ich kann auf jeden Fall dispellen. Ich kann auf jeden Fall dispellen. Annabelle ist auch da, also da mache ich mir jetzt wenig Gedanken. Am besten, wir machen das so. Nein, Alter! Nein, Bro! Why? Nein! Ja, ich würde sagen, ach man, ey. Ja, Annabelle usen ist Quatsch. Ich muss dann also Kong da rein scheppern. So, jetzt Annabelle. Obwohl ich, theoretisch könnte ich auch im Porto spielen und er würde sich selber legen. Das wäre doch mal was Schönes. Ich habe nur nicht die Steine an der richtigen Stelle jetzt. Ha, 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 ha. Das könnte ich eigentlich machen. Ja, das machen wir auch. So, wir spielen in den Oberkahn rein, weil wir es können. Und dann spiele ich im Porthos rein und er killt sich selber. Ja, okay, jetzt hat er erstmal noch meinen Kong gelegt, dafür, dass ich das hier, ja, so exzellent rausspielen wollte, ne? Aber ist egal. Ist egal. Den Spaß gönnen wir uns. Jupp, bye. Okay, so, jetzt spielen wir wieder das Spiel ernsthaft, ne? Gut. Dann gehen wir auf Elkanens zweites Kostüm mit. Nee. Wir gehen erstmal mit Khufu drauf. Anne in der Ecke, die ist uns so. Queen Anne ist uns sowas von egal. Also, die macht da gar nichts. Okay. Wie viel Verteidigung haben die eigentlich? Plus 36 durch 3, okay. Gut. Dann, ja, dann kann ich hier einen roten Stein ghosten. Sehr gut. Perfekt.
Jetzt kann ich halt auch mit Annabelle dispellen. Das Problem ist, Elkanen ist geschützt durch diesen Muskeltier-Buff. Aber das war es jetzt auch. Sehr schön. Schöner Start. Und ich habe genug Durchschlagskraft hier. Es scheitert jetzt nicht an der Durchschlagskraft. Auf keinen Fall. Ja, wenn er dir jetzt Ludwig wiedergeholt hätte, Alter, ne? Dann, ich glaube, dann wäre ich abgedreht. Ohne Spaß. So, jetzt können wir doch hier was starten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir können hier was starten. So. Okay, ist weg. Gut. 1 Minute, Alter. Oh Mann, das wird jetzt auch alles wieder sehr, sehr knapp. Ah, sehr, sehr knapp. Ich brauche Rot. Ich suche Rot. Wer hat Rot zu verkaufen? So. Heimdall ist noch nicht so weit. Aber Heimdall ist mir auch scheißegal jetzt erstmal. Obwohl Kalu wird sterben. Das machen wir jetzt so. Dann machen wir das so. Dann so. Ist das dein Ernst jetzt, Alter? Aber wir haben 3 Lakaien. Das ist alles Tutti. Mann, war das ein Krampf, Leute. Oh, Alter. Und das war kein hartes Team eigentlich. Ja, Leute. Ich hab's eben versaut. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Das Match gegen Joker werdet ihr nur die letzten, keine Ahnung, 1,5 Minuten oder so sehen. Nicht, weil ich gefailt, also nicht, weil ich missplayed habe oder so ein Scheiß, sondern weil mein Speicher mal wieder voll war. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall, ich wollte das nur mal eben kurz zeigen. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, oh ja, das war nur ein Überfall oder so. Nein. Das ist mein Turniergegner gewesen. Ich habe ihn auch besiegt, ne, wie gesagt, aber ja, man sieht halt nur 1,5 Minuten oder sowas. Naja, gut. Ab zum nächsten Gegner. Jo, toll. Das ist ja auch wieder super, ne? Hatte ich aber eben auch schon gesehen, dass ich den bekommen habe. Deswegen habe ich schon mein Team eingestellt, wie ich das haben will. Das könnte wehtun. Wenn ich mir einen aussuchen müsste, wer auslöst, dann lieber Quintus, weil er nur 3 trifft. Ja. Alfrike trifft 5 Ziele, die zwar random sind, er trifft 3, maximal, Minimum 2. Aber gucken wir uns das mal an, was da so auf dem Feld ist. Oh, yes, boy! Fuck, yes! Und ich habe Kulervo dabei. Ich habe Kulervo dabei. So, warte mal. Wenn ich jetzt den Diamanten benutze, dann geht Lila nämlich hoch. Andererseits, wenn ich Grün benutze, kommt von unten Gelb hoch. Nee, komm. Weg mit Ludwig. Stopp. Stopp! Danke. Das ist sehr freundlich. Okay. Carlo ist gefährlich. Ludwig absorbiert ja jetzt alles. Und Mutter Nord löst auch demnächst aus. Wir haben aber einige grüne Steine. Carlo braucht aber noch länger. Und wenn ich Ludwig benutze, habe ich Kulervo öfters. Okay. Ludwig. Gucken wir mal, wen wir treffen. Hoffentlich Mutter Nord. Nein, leider nicht. Okay, shit. Gut, dann gehen wir auf die Seite. Dann ist nämlich Carlo gleich weg. So. Carlo ist weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Solange wie Kulervo nicht aktiv ist, müssen wir ganz vorsichtig sein.
Denn wenn Mutter Nord Carlo wiederholt, dann habe ich ein richtiges Problem. Aber wir haben jetzt Lady. Dann haben wir die Chance, dass sogar Gelb hochkommt. Ah, schade, ist nicht passiert. Okay. So, und ab jetzt ist es GG, würde ich sagen. GG. So, Lady. Okay, best. Kulervo ist ein Traum gegen Triple Lila. Ein Traum. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr den habt, natürlich. Ja, ist okay. So. Lady. Weg mit Lila. Kulervo ist gleich ready. Ich gehe auf Mutter Nord und er schottet Quintus weg. Obwohl er drei Lakaien hat. Ja. Und diese Lakaien haben viel Leben. Gut, ich kann hier gelb ghosten. Mache ich auch. So benutzen wir alles, weil wir es können. Einfach weil wir es können. So, das war's. Nice. Sehr nice. So, nächstes Match. Gegen Amose als Tank. Das ist sehr gefährlich. Deshalb bin ich da auch nicht mit Rot reingegangen. Nicht, dass ich da richtig Ärger gleich mit habe. Oh ja, ich muss mal ein bisschen hier aufpassen. Aber immerhin habe ich schon mal einen lila Diamanten. Okay. Toll. Ach, Mann, ey. Warum müssen Sobek und... Ach, scheiße. Ja, wenn jetzt auch noch Lila hochkommt, dann ist das hier gelaufen. Oh boy, das könnte... Kein Sandschaden, bitte. Und ich habe den Sandschaden. Annabelle ist down. Alter! Ah, wow. What a fucking game. Ja, nice. So, ich mache so weiter, wie ich aufgehört habe. Also, das war ein Witz, war das. Das war ein Witz. Ach, Alter, ey. Na, ja, ist egal. Ja. Ich habe sogar noch ein gelbes Match. Obwohl, ich kann jetzt auch alle dispellen erstmal. Da machen die hier nämlich gar nichts. Ludwig, Alfrike, wir spielen gelb. In einen der neuen Ninjas. Wie viel hat sie nochmal? Alter, 1335, Mann. Gut, mit Kulervo warten wir mal eben. Einen Moment. Jetzt kann ich hier die übelsten Kombos fahren. Und jetzt passieren keine Kombos. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war sehr, sehr unglücklich, das Match. Es hätte nicht sein müssen. Es hätte nicht sein müssen, Leute. Aber kannst du machen nix. So, du bist auch rausgenommen. Alter, Sekhmet wurde schon wieder nicht getroffen, aber wir haben jetzt genug Schwertlakaien. Da darf eigentlich gar nichts passieren. Da darf nichts passieren. So. Dann können wir hier noch reinspielen, wie wir wollen. Da gewinnt sowieso keiner mehr Mana. Nein, wir wollen alle drei Schwertminions behalten. Und dann lassen wir mal hier ein paar Steine verschwinden. Blauer Diamant. Nehmen wir. Dann können wir
Grün nochmal spielen. Macht wenigstens ein bisschen Schaden, ne? So, dann, weil wir es können, benutzen wir Lady auch. Juve ist weg. Und ja, das war's eigentlich. Ach, das, Leute, das ärgert mich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Das, sowas reizt mich einfach. Ich meine, das kann immer passieren, ja. Klar, aber trotzdem, das hätte ja nicht sein müssen, ey. Gut, ist auch egal. Die beiden, die ich verloren habe, habe ich mit 0 verloren. Das erste war, weil ich immer in Khufu spielen musste, Alter. Das war kein starkes Team hier. Das war absolut kein starkes Team. Überhaupt nicht. Und hier, Alter, das war ja wohl der größte Witz. Also, ja, egal, ist alles gut. Meine Verteidigung. Aha, vor einer Minute. Ja, gut. 69,2%. Wir gucken uns das mal hier an. 1, 2, 3, 4 Loses. Ja, läuft. Ist alles gut. Solange ich auf A bin, ist alles gut. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und bis morgen, Leute.